Wir betrachten zwei Komponenten A und B, die eine ideale Mischung ergeben. Üblicherweise ist A das Lösemittel und B die gelöste Substanz. Wir können die Mischung mit verschiedenen Konzentrationsmaßen beschreiben, etwa dem Molenbruch, dem Stoffmengenanteil, X abgekürzt für die Flüssigphase, Y abgekürzt für die Gasphase. Wir können den Volumenanteil Phi nehmen, wir können die Molarität oder Stoffmengenkonzentration nutzen oder die Massenkonzentration oder Partialdrichte verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist eine Angabe der Molalität oder eine Angabe des Massenverhältnisses M Stern. Wenn wir so wie hier gezeichnet ein Zweiphasensystem haben, müssen wir für jede Phase ein Konzentrationsmaß angeben. Wenn die gelöste Komponente B dissoziiert, müssen wir zusätzlich zum Konzentrationsmaß auch eine Angabe über das Ausmaß der Dissoziation geben. Wir geben zum Beispiel an, dass aus einem Mol Kupferchlorid 3 Mol Ionen in der gelösten Form vorliegen. Diese Zahl 3 ist der sogenannte Van't'Hoffsche Faktor I, den wir aus den Zerfallszahlen und aus dem Dissoziationsgrad Alpha ermitteln können. Wenn wir zwei ideale Mischungen nebeneinander vorliegen haben, können die Komponenten A und B zwischen den Phasen wechseln. Für diese Übergangsprozesse gilt das Massenwirkungsgesetz. Die Konzentration der Komponente in der einen Phase dividiert durch die Konzentration der Komponente in der anderen Phase ist im Gleichgewicht konstant. Diese universelle Beziehung findet sich in mehreren Gesetzmäßigkeiten wieder, je nachdem, welche Phasen wir betrachten. Wenn die Phasen Alpha und Beta Flüssigphasen sind, dann heißt diese Beziehung Nernst'scher Verteilungssatz. Wenn wir eine Flüssigphase und eine Gasphase haben und wir die gelöste Komponente betrachten, heißt diese Beziehung Henrisches Gesetz. Wenn wir eine Flüssigphase und eine Gasphase haben und betrachten das Lösemittel, dann heißt diese Beziehung Erstes Rausches Gesetz. In jedem Fall sind die Phasen also paritätisch besetzt. Konzentration in der einen Phase dividiert durch Konzentration in der anderen Phase ist eine Konstante. Wir haben eine Flüssigphase und eine Gasphase. Wir betrachten das Lösemittel, die Konzentration des Lösemittels in der Flüssigphase und die Konzentration des Lösemittels in der Gasphase sind proportional. Das erste Rausche Gesetz. Wir betrachten eine Flüssigphase und eine Gasphase, die Konzentration des Gelösten in der Flüssigphase und des Gelösten in der Gasphase sind proportional. Das Henrische Gesetz. Die grafische Auftragung des Henrischen Gesetzes liefert sogenannte Absorptionsisothermen. Je steiler die Absorptionsisotherme ist, desto schlechter die Löslichkeit. Sauerstoff löst sich besser in Wasser als Stickstoff. Kohlendioxid löst sich noch besser in Wasser als Sauerstoff. Die Henry-Konstante entspricht der Steigung der entsprechenden Kurven. Wir können mit der Henry-Konstante etwa ausrechnen, wie viel Sauerstoff in flüssigem Wasser gelöst ist, wenn dieses Wasser mit Luft im Gleichgewicht vorliegt. Wir haben eine flüssige Phase, eine weitere flüssige Phase, dazwischen eine Übergangskomponente. Die Konzentration der Übergangskomponente in der einen und in der anderen Phase sind proportional, das Nernst'sche Verteilungsgesetz. Das Nernst'sche Verteilungsgesetz beschreibt die Extraktion. Die abgebende Phase nennen wir Raffinat. Die aufnehmende Phase nennen wir Extraktionsmittel. Wir können zum Beispiel Jod aus Wasser mit Ether extrahieren. Das Nernst'sche Verteilungsgesetz lautet hier Konzentration des Jods im Extraktionsmittel durch Konzentration des Jods im Wasser ist eine Konstante. Wenn wir mehrfach extrahieren, erhalten wir eine deutliche Abreicherung der Übergangskomponente im Raffinat. Wir müssen dann das Nernst'sche Verteilungsgesetz zusammen mit der Stoffmengenbilanz betrachten und erhalten diese Gleichung. Diese Gleichung beschreibt die Abreicherung der Übergangskomponente im Raffinat nach N Extraktion. Bei idealen Mischungen ist der Flori-Hagens-Koeffizient gleich 0. Die Eigenschaften von idealen Mischungen liegen immer zwischen den jeweiligen Eigenschaften der reinen Komponenten. Wenn wir ein Phasengleichgewicht zwischen idealen Mischphasen betrachten, haben wir immer eine paritätische Besetzung der beiden Phasen. Wir haben das erste Rausche-Gesetz. Wir haben das Henrische Gesetz und wir haben den Nernst'schen Verteilungssatz.